Imame und Religionsbeauftragte in deutschen Moscheen. Wo kommen sie her? Wie werden sie ausgebildet? Schon seit 2006 ermöglicht DİTİB deutschen Abiturientinnen und Abiturienten türkischer Herkunft durch Stipendien die Aufnahme eines theologischen Studiums in der Türkei. Den Absolventen bietet die DİTİB ergänzende Fortbildungen an, um das Angebot deutschsprachiger, religiöser und sozialer Dienste zu fördern. Also die theoretischen Ansätze hatten wir schon sowieso an der Universität gelehrt gehabt, aber bei dem praktischen Anwenden hatten wir schon Probleme, und das als Zusatz nochmal so zu bekommen, das war schon ganz gut gedacht von der DİTİB-Akademie. Bereits 60 dieser Absolventen sind aktuell in DİTİB-Gemeinden als Religionsbeauftragte beschäftigt. Ein praktisches Beispiel für die wichtige Arbeit eines Religionsbeauftragten ist die muslimische Seelsorge. Ein Gefängnisseelsorger berichtet. Wir sprechen dann über die Werte wie Reue, Standhaftigkeit, Geduld, Barmherzigkeit, eben diese Komponenten, die ja theologischer Natur auch sind, diese Themen werden dort gesprochen mit den Insassen, und ich möchte dann auch wissen, was denn die Meinung von den Insassen zu solchen Themen sind, und da entstehen zum Teil auch sehr lebhafte Gespräche. Also wenn ich den Menschen dort Stück weit zusprechen darf, kann, wo, wenn ich für sie eine Freude bin, dass sie vielleicht wieder einen Halt im Leben finden, dann ist das ganz klar ein Gottesdienst für mich, also für mein Religionsverständnis. Religion sollte auch etwas Gutes bewirken im Alltagsleben. Glauben an Ideale, interreligiöses Verständnis und die Vermittlung ethischer Werte werden hier großgeschrieben. Doch gibt es als Religionsbeauftragter auch Hürden und Vorurteile zu überwinden? Es ist sehr schade, dass die Religion Islam von wenigen Predigern als extrem dargelegt wird, als radikal. Die sogenannten Internet-Sheikhs oder YouTube-Prediger. Vielleicht können die deutschen Theologinnen und Theologen mit ihrer Arbeit langfristig ein Stück dazu beitragen, dass der Islam besser verstanden wird von Muslimen und Nicht-Muslimen. Der Islam ist eine Religion, die sehr flexibel ist. Eine Religion, die sehr flexibel ist und die sich auch anpasst. Wir können mitwirken. Und dieses Mitwirken in diesen gesellschaftlichen Prozessen ist sehr wichtig. Und da haben wir auch unsere Ansätze im Islam. Sehen sich nun die jungen, in Deutschland sozialisierten Religionsbeauftragten im Vorteil gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei? Auf jeden Fall. Weil ich hier geboren bin, ich kann die Sprache, ich kenne die gesellschaftlichen, ich kenne den gesellschaftlichen Kontext, ich kenne auch die Problematik, die momentan in Deutschland gerade gegenwärtig ist. Auffällig ist, dass viele Religionsbeauftragte in der Ausbildung emanzipierte junge Frauen sind. Die Zahl hat sich vermehrt. Wir versuchen natürlich auch, die Frauen für heutige Problemlagen oder gesellschaftliche Problemlagen zu sensibilisieren und sie dazu zu gewinnen, dass sie dementsprechend neue Ideen entwickeln können und Perspektive für die Frauen, für muslimische Frauen anbieten können. Theologen für deutsche Moscheengemeinden. DİTİB arbeitet verstärkt an dem Ziel, dass innerhalb der nächsten Jahre ein Großteil der Religionsbeauftragten in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert sein wird.